Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio Freitagnacht. Ihr seid am Zug mit euren Themen. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich an. Angerufen hat mich zum Beispiel auch Patrick, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Patrick, ich grüße dich. Patrick. Um was geht's? Ja, mir geht's gut. Ich bin zurzeit gerade in Köln auf einer schwulen Party auf der U27 und wir haben uns gerade ein bisschen verzogen und sind zum Auto zurückgelaufen, um ein bisschen Luft zu schnappen. Ja. Und ich habe vorgestern schon mal angerufen, aber da hat das mit der Zeit nicht geklappt. Mhm. Und ich wollte etwas zu schwulen Saunen erklären oder erzählen. Aha. Weil ich finde irgendwie, dass es da sehr, sehr viele Vorurteile gibt von heterosexuellen Männern und Frauen. Und was meinst du, welche Vorurteile gibt es? Ja, ich weiß nicht, aber ich denke, dass es viele Leute gibt, die denken, dass da schwule Jungs einfach nur hingehen, um da rumzuficken oder um da, entschuldige den Ausdruck, aber um da Sex zu haben jetzt. Ja, aber ist es nicht so? Nee, finde ich nicht. Also gehen die schwulen Jungs dahin, um über Kant zu diskutieren, oder was? Nein, sie gehen nicht dahin, um irgendwie über irgendwelche anspruchsvollen Dinge zu diskutieren, nicht das unbedingt, aber ja. Es ist nicht so, dass es ausschließlich der Grund ist, warum Leute in eine schwule Sauna gehen. Sondern? Also, damit ist das für mich nicht der Grund. Ja, sondern, was ist der Grund? Was ist für dich der Grund? Reden wir über dich. Für mich ist das der Grund, um auf der einen Seite mal zu entspannen, um mich mit Leuten zu treffen, im Alter teilweise auch, und halt unter Gleichgesinnten zu sein. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch Sex und Spaß zu haben. Mhm. Also doch Sex. Ja, natürlich. Ja. Was geht denn eigentlich in dieser schwulen Sauna sexmäßig so ab? Wie geht das da so ab? Ja. Also es ist so, dass erstmal ist die Sauna so wie jede andere Sauna auch aufgebaut. Mhm. Dass es irgendwie Sachen gibt wie Whirlpool und Trockensauna, Dampfsauna und so etwas, wie es halt in jeder heterosexuellen Sauna auch ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es natürlich auch sowas wie Ruhekabinen und so etwas wie Darkrooms gibt. So, Ruhekabine heißt, dass man da nicht nur ruht in der Kabine, sondern dass man da in der Regel mit einem anderen Mann zusammen ruht. Ja, richtig. Ne? Dass man die Möglichkeit hat, halt jemanden, den man nett findet. Ja, also in der Ruhekabine geht es um knallharten Sex. Ne? Zum Kuscheln gehen die Jungs nicht da rein. So. Das ist eigentlich der Grund, warum die Leute in die Ruhekabine gehen. Ja, Darkroom. Darkroom ist ja ein Raum, wo Männer sich treffen. Es gibt es ja in Diskotheken auch. Ja. Das ist ein Raum, der völlig dunkel ist, verfinstert ist. Komplett abgedunkelt, wo niemand jemand anderen sieht. Und da geht es zack, 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 hart zur Sache, ne? Da geht es schon hart zur Sache. Obwohl das nicht jedermanns Sache ist, weil in der schwulen Sauna, klar. Ich meine, ich bin 21 und für mich ist das nicht so der Fall, weil in der Regel ist es so, dass in den Darkrooms oder in diesen Dunkelkabinen es eigentlich so ist, dass da meistens ältere Leute sind, die halt, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so den Hübschesten abkriegen. Verstehe. Und die halt dann sagen, ich habe halt irgendwie ein sexuelles Bedürfnis zu befriedigen. Ja, du hast gerade gesagt, es gibt da auch Dampfsaunen. Ja. Ne? Dampfsaunaräume. Richtig. Ich gehe mal davon aus, dass man in diesen Dampfsaunaräumen doch nicht nur zum Saunen sitzt, sondern dass da auch eher so, ja, vielleicht mal ganz wild spekuliert, auch so Gruppensex abgeht, oder? Ja, es ist, die Dampfsauna ist ähnlich wie ein Darkroom, weil es halt durch den Dampf halt recht verdunkelt ist. Mhm. Aber es ist halt so ein Zwischending, sage ich jetzt mal, zwischen einem normalen Raum, wo man halt jeden sehen kann, und einem Darkroom. Also so, dass man nur die Umrisse so in etwa sehen kann und nur so in etwa weiß, mit wem man es gerade zu tun hat. Also durchaus eine erotische oder vielleicht auch geile Angelegenheit. Je nachdem. Man hat natürlich die Freiheit, auf der einen Seite sehr anonym zu bleiben, indem man halt in den Darkroom geht, auf der anderen Seite aber auch halt die Möglichkeit hat, jemanden offen kennenzulernen, ihn anzusprechen, im Café oder in einem offenen Bereich, um halt also mit ihm zu sprechen. Der offene Bereich ist ein Bereich, den man mit einer ganz normalen Sauna vergleichen kann. Da gibt es eine Bar, ein Café, einen Ruheraum oder weiß ich was. Durchaus. Wenn du in die schwule Sauna gehst, ist es immer so, dass das Ganze dann im Sex endet? Oder gibt es auch Tage, wo du da hingehst und einfach nur Sauna machst und wieder nach Hause gehst?
Also es ist nicht so, dass ich, es kommt halt auf meine Stimmung an. Manchmal habe ich halt das Bedürfnis, dass ich da hingehe, um zu sagen, ja, vielleicht treffe ich ja jemand Nettes. Mhm. Aber in der Regel ist es so, dass man einfach hingeht, ohne, also ich zumindest, dass ich ohne irgendwelche Erwartungen dahin gehe. Mhm. Aber irgendwie so eine latente Sexlust muss doch da sein, sonst könntest du doch in eine ganz normale Sauna gehen. Warum? Weil ich meine, es ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder schön. Mhm. Was ich genieße, ist die Tatsache, dass es halt auch sehr viele ältere Leute gibt, die da sind, mhm. wo ich es genieße, dass ich halt von ihnen angeschaut werde. Hey, du Narzisst. Ja, es ist so, weil es ist einfach so, es gibt immer noch sehr, sehr viele ältere Leute, die da hingehen, ja. um halt... Dann machst du den armen älteren Jungs den Mund wässrig und sagst dann aber, tschö, ist nix, ne? Ja, so ungefähr. Das genieße ich auch. Also... Es ist eine, man kann sagen, dass es natürlich ein sehr sexualisierter Ort ist, eine schwule Sauna. Ja. Aber du sagst, dass man da durchaus auch ganz normale... Gehen kann, ohne Sex zu haben, dass man auch mal wieder rausgeht und sagt, ja, ich habe jetzt halt einen schönen Abend verbracht, habe mich entspannt. Und dass man ganz traditionelle Dinge damit tun kann, die man sonst in so einem Wellnessraum, in so einem Wellnessbereich eigentlich auch machen kann. Genau. Also es ist nicht unbedingt Sodom und Gomorra, aber manchmal eben ein bisschen Sodom und Gomorra auch. Es besteht die Möglichkeit dazu. Man muss ja sagen, dass es eigentlich auch eine ganz, ganz tolle Einrichtung ist, dass man eben als Schwuler da hingehen kann. Genau. Und auf die Art und Weise eben sehr schnell Sex finden kann unter Umständen. Wenn man es möchte. Manch ein Heterosexueller beneidet die Schwulen ja darum, dass es solche Einrichtungen gibt. Ne? Das ist wahr, Die Heteros haben das ja nicht. Also ich denke mal, es würde den heterosexuellen Männern oder Frauen auch gut tun, wenn sie halt diese Offenheit genießen würden, die es halt in den homosexuellen Sauen gibt. Ja. Und die einfach unter Homosexuellen besteht, aber die halt bei Heterosexuellen halt sehr fehlt. So. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber... ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist so, ne? Ja, irgendwie schon. Ich meine, die meisten gehen in den Swingerclub, die haben halt diese Möglichkeit, aber ansonsten ist es halt nicht so. Jetzt haben wir einen Blick in die schwule Saunawelt gemacht. Ich wollte halt ein bisschen das Vorurteil ein bisschen abbauen. Ja, du hast es wirklich, halt so du hast es wunderbar gemacht. Du gehst jetzt wieder feiern mit den anderen Jungs. Ich bin auf der U27 in Köln, wer noch Lust hat, kann noch dazukommen. Na. Und, Stimmung ist gut? Ja, ist super geil. Wunderbar. Super geil, auf jeden Fall. Na prima. Patrick. Ja. Alles Gute und viel Spaß in der Sauna. Vielen Dank. Wiederhören. Mach's gut, Domian. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, wir hatten gestern ja eine sehr ernste und auch streckenweise sehr traurige und dramatische Sendung zum Thema Feuer. Ich möchte euch stellvertretend für viele Reaktionen ein Fax vorlesen, eine E-Mail, die wir bekommen haben. Und zwar von Thorsten aus Hamburg. Thorsten aus Hamburg hat diese E-Mail noch während der Sendung geschrieben und ich möchte es euch kurz vortragen. Hallo Domian und Team, schau gerade die Sendung zum Thema Feuer und stehe voll unter Schock über die geschilderten Dinge. Auch du, Domian, bist verständlicherweise unter totalem seelischen Druck. Trotzdem danke, dass diese Gespräche überhaupt stattgefunden haben mit Menschen, die total am Ende sind und für die kein Hoffnungsschimmer in Sicht scheint. Ich glaube, den Gesprächspartnern ist mit Domians Hilfe und den der Studiopsychologen allein durchs Talken eine erhebliche Last genommen und daher hat die Sendung einen ganz wichtigen Stellenwert, finde ich. Mach weiter so. Eine Anmerkung von Thorsten aus Hamburg zur Sendung Feuer, die wir gestern gemacht haben. Heute haben wir kein festes Thema, heute könnt ihr zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne reden wollt. Mit mir hier live im Radio und live im Fernsehen. Telefonnummer 0800 5678 111 und der nächste Anrufer. Jetzt haben wir ein kleines technisches Problem. Den Patrick kriege ich ja nicht aus der Leitung raus, liebe Regie. Aha. Und jetzt geht es weiter mit, es wäre nett, wenn mir das jemand sagen könnte, mit Marco. Marco ist 34 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hi. Hallo Marco. Hi. Um was geht's? Es hat geheißen, ich soll mich kurz halten. Also ich habe Gott gesehen. Das in Gott einem gesehen. Nahtoderlebnis. Du weißt, was Nahtoderlebnisse sind? Ja. Aber wenn man Gott gesehen hat, kann man sich nicht kurz fassen. Also da wollen wir jetzt ausführlich was hören. Ja. Nahtoderlebnis heißt, dass du sehr krank warst oder einen Unfall hattest. Nein. Das ist die Geschichte dran. Ich muss nicht traumatisch in klinischen Tod eintreten. Solches Erlebnis zu haben, musst du das nicht? Ja, nein. Mhm. Ich kenne die Droge dazu und ich weiß, wie man es machen muss, dass man es anstellen kann. Also mittels einer Droge hast du das? Einer Art Droge. Also die Sache ist, ich kriege keine
Antwort drauf. Ich habe genug Literatur über Drogen und Psychopharmaka zu Hause, ja, wo nichts über den Effekt, so wie ich es erlebt habe und ich es durchgeführt habe, drin steht. Mhm. Ich möchte nicht, dass du die Droge nennst. Ich möchte aber... Das ist Kohlendioxid. So, nun hast du es doch gesagt, obwohl ich dich darum gebeten habe, es nicht zu sagen. Ja. Ich dachte, weil es nicht eventuell illegal wäre, aber es ist, okay. Ja, also in der Regel bitte ich, das auch zu respektieren, was ich sage. Ja, ne? Sonst müssen wir gar nicht weiterreden. Ja, ja. Okay, also, du konsumierst diese Droge wie auch immer. Ja. Darüber reden wir jetzt nicht, wie du die konsumierst, das möchte ich nicht. Beschreibe mir genau, was dann passiert. Ich kann dadurch mein Blutspiegel in den Bereich bringen, in dem das Gehirn anfängt, sich selbstständig zu entladen. Das heißt, ab einem bestimmten Spiegel fängt die Serien sich an zu entladen und dann werden die... Was heißt entladen? Ein Effekt entsteht ja im Gehirn durch die Zellen, die von außen durch das Auge, also Netzhaut, gereizt werden. Ja. Und dann ist es in dem Zustand... oder einem bestimmten Blutspiegel ist es egal, da entsteht der Effekt nicht nur auf der Netzhaut, sondern im Gehirn selber. Mhm. Sondern da fängt das Gehirn dann selbstständig an, abgekoppelt von der Außenwelt zu arbeiten. Okay, soweit die Erklärung, was im Gehirn abgeht. Ja. Das müssen wir jetzt auch nicht im Detail nachvollziehen. Nee. Aber wie gesagt, dadurch wird das ausgelöst. Ja, was genau ist denn ausgelöst? Sprich, was genau siehst du oder erlebst du? Die Sache ist, um das auszulösen, und das ist mir... tierisch peinlich, musste ich mir einen runterholen, weil du absolute Todespanik im Kopf kriegst. Warum ich da drauf gekommen bin? Moment, das verstehe ich nicht. Du musst onanieren, weil du Todespanik hast? Ja, damit kannst du das so weit kompensieren, dass du das steigern kannst, weil du willst, willst du da raus aus dem Zustand. Mhm. Weil der Körper das abgibt an für sich im Normalfall. Also du meinst, du halluzinierst, onanierst dabei und dann meinst du, dass du Gott siehst. Das ist die wohl... Sache ist, ich weiß, es ist unendlich schwer. Es ist unendlich unglaubhaft. Es klingt unendlich dämlich, ehrlich gesagt. Es klingt unendlich, ich weiß alles und es klingt unendlich abartig. Aber die Sache ist, wie gesagt, du kannst das steigern, das wurde meine sexuelle Fantasie Realität. Realität, erlebte Realität. Weil ich hab's verstanden, ja, Realität, genau, richtig, ja. Richtige Realität. Ja. Und dann kam eine Barriere. Wenn das nur bis dahin gegangen wäre, hätte ich das nie irgendjemandem erzählt. Niemals. Das wäre mir viel zu peinlich gewesen. Ich habe 2,5 Jahre gebraucht und ich komme immer noch nicht damit klar. So, wie hast du denn Gott gesehen? Was hast du gesehen? Wie gesagt, dann kam eine Barriere und da wusste ich schon, boah, jetzt wird's unendlich schwer, noch mehr das zu steigern, was ich schon ekstatisch erlebt hatte. Mhm. Aber ich war da schon so darüber drauf, wie gesagt, ich wusste beim ersten Mal, wie ich es machen musste. Frag mich nicht, warum. Mhm. Ich wusste es irgendwie. Ja. Und da war ich schon so darüber drauf, ich sagte, oh, das geht weiter. Und plötzlich in einer Explosion, ein abartig geiler Ton, im Zentrum gleißendes Licht, dann ist eine komplett total Entladung des Gehirns. Also Marco, und, ich sitze jetzt hier und gucke durch die Kamera zu euch hin, die ihr im Fernsehen habt. Ja. Und ich spreche durchs Radio und ich höre aus der ganzen Republik, Domian schmeißt diesen Spinner raus und das mache ich jetzt hiermit. Wen haben wir denn jetzt? Sandra? Sandra, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hi, das ging jetzt aber schnell. Jo. Ja. Also, du hast Gott nicht gesehen, davon gehe ich mal aus. Nein. Nein. Weil Marco hat es ja getan, ne? Wie er uns gerade erzählt hat. Und was geht's bei dir, Sandra? Ja, und zwar, ich habe gehört, man nennt das Kontrollzwang. Ich kontrolliere alles, was ich nur kontrollieren kann und habe immer ein schlechtes Gefühl. Und also, ich kontrolliere mindestens manchmal 1,5 Stunden die Wohnung, bevor ich aus dem Haus gehe und möchte auch gar nicht mehr aus dem Haus gehen. 1,5 Stunden? Ja, das ist jetzt ein Höchstfall. Also, wenn ich zur Arbeit muss, also ich komme grundsätzlich zur Arbeit jedes Mal eine Viertelstunde bis halbe Stunde zu spät. Was genau machst du in der Wohnung? Was kontrollierst du? Ich meine, viele von uns haben das, ich habe das auch ein bisschen, kennen das ja, aber beschreib's mal bei dir, wie du das machst, was du machst. Also ich glaube, bei mir ist das schon extremer, aber geht schon beim Autofahren los. Naja, auf jeden Fall in der Wohnung, ob der Stecker raus ist, ob der Kühlschrank zu ist.
Also du kontrollierst, ob alle Stecker rausgezogen alles, sind? Alles, weil ich denke zum Beispiel, wenn der Kühlschrank jetzt offen bleibt, also es ist voll heftig, wenn der Kühlschrank jetzt offen bleibt, dann denke ich nicht daran irgendwie, dass er abtaut oder sonstiges. Ich denke mir, mein Gott, wenn er offen bleibt, dann gibt's Feuer. Ich habe immer nur Feuer im Kopf, obwohl ich nichts mit Feuer erlebt habe. Ach so, letztendlich hast du Angst davor, dass die Wohnung abbrennt. Ja, nein, ich habe Angst davor, ich habe meine Tiere in der Wohnung, dass dem was passieren könnte, weil wenn ich mich falsch verhalte. Ja. Und das habe ich dadurch. Also beim Kühlschrank kannst du ja den Stecker nicht rausziehen, sondern du machst die Tür zu. Ja, aber ich drücke und gucke wieder. Am Anfang fand ich das noch lustig, da habe ich mich selbst drüber kaputt gedacht. Aber mittlerweile ist das schon über anderthalb Jahre und es ist nicht mehr auszuhalten. Ja, sag mal noch ein paar andere Beispiele. Also du ziehst die Stecker raus, du machst die Kühlschranktür zu und drückst da noch 10-mal feste dran. Ich stehe eine Viertelstunde vorm Herd, geh raus, geh wieder rein. Raus, rein, wieder rein. Passiert es dir auch, dass du schon die Stufen oder runtergegangen bist aus der Wohnung oder schon auf der Straße bist und denkst, ich gehe wieder rein. Ja. Und das ist total heftig. Und das fängt auch beim Autofahren an, wenn ich nachts fahre und ich fahre über einen Höppel über die Straße, so einen Huppel halt. Und ich habe mal kurz nicht auf die Straße geachtet oder denke, dass ich nicht drauf geachtet habe, dann denke ich, mein Gott, jetzt hast du irgendwas hingefahren und dann drehe ich und brauche für einen Weg, der eigentlich 20 Minuten dauert, manchmal eine Stunde. Das ist ja dann noch wieder was ganz anderes, ne? Bitte? Das ist ja dann wieder was ganz anderes als dieser Kontroll. Aber das ist auch das Kontrollieren. Es ist Angst, dass es nicht sein könnte. Ja. Wie ist das denn? Was machst du vom Beruf? Im Moment gar nicht. Im Moment bin ich arbeitslos. Aber was hast du vorher gemacht? In der Firma gearbeitet. Ist das da im Job dann genauso, dass du alles 10-mal kontrollierst, ob das? Nee, ich musste kontrollieren, aber ich denke eher, dass das mit meiner Beziehung zusammengehangen hat, weil mein Freund mich ständig unter Druck gesetzt hat und mir gedroht hat, also wenn ich aus dem Haus gegangen bin, komm zurück, sonst bringe ich deine Tiere um oder ich bringe mich um, ich schreibe einen Abschiedsbrief und du bist schuld. Und dann habe ich halt rund um die Uhr immer Angst gehabt und irgendwie so Schuldgefühle und dann hat sich das so ausgewirkt. Aber es ist richtig heftig. Wie lange hast du das, leidest du darunter schon? Anderthalb Jahre und es wird immer schlimmer. Und das hat mit dem Freund zu tun, es fing mit dem Freund an? Ja. Dann ist es ja ganz klar, ne, wo die Ursachen liegen. Manche Leute haben das ja schon seit ewigen Zeiten und wissen gar nicht genau, woher es kommt und was es ist. Aber es ist jetzt drin. Ja, es ist drin, ich verstehe schon. Das ist so, wie du es jetzt geschildert hast, dass das richtig lebensbelastend oder nervig ist für dich auch, ne? Ja, also ich stehe manchmal in der Wohnung und heule und denke mir, mein Gott, das kann doch gar nicht sein. Du hast gerade auf den Herd geguckt, der ist aus. Mehr gucken kann man nicht. Und dann gehe ich wieder rein, vielleicht hast du ja nicht richtig geguckt und dann wieder. Und dann zu meinen Hasen, also ich habe Hasen und dann gucke ich an den Käfig, ob da richtig zu ist. Dann denke ich, wenn die rausspringen, ein Kabel anfressen, dann brennt und dann sterben die und ich weiß nicht, jedes Mal. Wie viele Hasen hast du? Vier. Vier Hasen. Sagte sie ganz verschämt, ich habe vier Hasen. Das ist nicht normal, aber ich meine, das war ja auch nicht so geplant. Ah, das ist doch schon okay, vier Hasen ist okay. Wie groß ist die Wohnung? 80 Quadratmeter. Ja, da kann man doch vier Hasen wunderbar halten. Ja, gar fünf könnte man halten. Ja, ich habe noch vier Wellensittiche. Ah, eine richtige Tierfreundin. Ja, sicher, auf jeden Fall. Und wenn man mir damit droht, dass man die dann umbringt, wenn ich nicht zurückkomme und mich so unter Druck setze, auch wenn das vielleicht nicht macht, aber mich damit unter Druck gesetzt hat und ich habe tierische Angst davor gehabt, dann... Aber der Freund ist jetzt nicht mehr dein Freund? Nee. Nicht mehr so, also... Wie, nicht mehr so? Seid ihr immer noch zusammen? Ein bisschen zusammen? Ja, zusammen nicht, aber zieht jetzt bald aus. Aber trotzdem ist es drin und das geht nicht weg, glaube ich, so schnell. War denn da noch einiges andere nicht so richtig in Ordnung in der Beziehung? Hat er dich geschlagen? Nein. Um Gottes Willen. Hat er dich sonst sehr massiv psychisch? Nein, psychisch. Immer mit, dass er sich selbst, der ist selber mit sich nicht zufrieden, wenn er seinen Willen nicht gekriegt hat oder wenn er missverstanden war, was weiß ich, dann hat er gesagt, er bringt sich um, er tut einen Brief in seinen Spinn, dass alle finden, dass ich schuld bin. Und dann fuhr er los und hat gesagt, er bringt sich jetzt um, hat sein Handy ausgemacht und ich habe mir voll die Schuldgefühle eingeredet. Ja. Also, es besteht ganz klar ein Zusammenhang, wenn du sagst, dass du vorher völlig normal warst und nie irgendwas besonders kontrolliert hast in deiner Wohnung, sondern dich ganz normal verhalten hast. Ja, und ich dachte eigentlich, dass ich die Einzige bin, aber dann habe ich von einer Freundin eine Zeitschrift gekriegt und da steht drin unter dem Diktat des Zwangs und dann stehen dann Zwangsgedanken und Zwangserkrankung und da habe ich mich sofort wiedergefunden, in jedem Detail. Ja, es gibt ganz viele Leute, die das haben. Aber schon im fortgeschrittenen Stadium, also es ist nicht genau, mehr... Du sagst ja, dass es immer schlimmer wird. Immer schlimmer. Und ich stehe in der Wohnung und das, als wenn mir jemand die Gurgel zuhalten würde und ich fange an zu schwitzen, dann denke ich mir, oh Gott, wenn du jetzt aus dem Haus gehst und hast was vergessen und dann brennst und deine Tiere brennen ab und du bist schuld. Und deshalb, die ganze Zeit. Deshalb finde ich, Sandra, dass das ein Fall für den Psychologen ist. Auf jeden Fall. Ja, ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen ein paar Worte redest, jetzt, nach unserem Gespräch. Und der kann dir dann auch noch mit Sicherheit nochmal ganz konkrete, praktische Tipps geben für dein Verhalten im Alltag oder was du machen kannst.
Mhm. Okay, du legst auf. Peter heißt der Psychologe, ruft dich gleich an. Ja, okay. Alles Gute. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110, freie Themennacht. Jetzt geht es weiter mit Lilly. Lilly ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Also ich habe Gott auch nicht gesehen, ich habe nur auf einen Rat von dir gehört. Du hast auf einen Rat von mir gehört? Ja. So. Ja, wir haben uns vor ein bisschen mehr als 3 Wochen schon mal unterhalten. Sag mal ein Stichwort. Bei den vielen Anrufern weiß ich das nicht mit dem Namen allein in Verbindung zu bringen. Schon klar. Also ich war die Lilly, die sich immer heftig verliebt hat und nach dem ersten Mal Sex den Mann am liebsten sofort haben wollte. Ich weiß. Und wir haben ganz lange beraten, was zu tun ist. Ja, genau. Ja? Und das war wirklich ganz schlimm mit dir, dass du immer die Männer wieder weggeworfen hast, wie heiße Kartoffeln, ne? Danach. Ja. So ja. Man muss es so klar ausdrücken. Ja, so war das. So, da haben mit wir bei uns. Betonung auf wahr. Was ist passiert? Erzähl. Ich hatte ja am Wochenende, bevor ich mit dir telefoniert hatte, einen Mann kennengelernt. Ich erinnere mich auch daran, ja. Und du hast mir den Rat gegeben, ich soll mich mit ihm treffen. Mhm. Ich hab's getan. Ja. Ich habe ein wunderschönes Wochenende mit ihm verbracht. Wir sind ins Kino gegangen und alles Mögliche. Und am Sonntagabend hatten wir nochmal telefoniert. Mhm. Und ich habe ihm ganz offen, klipp und klar erzählt, was mit mir los ist. Und dass ich nicht weiß, ob es bei ihm anders sein wird als bei den anderen Männern. Wie mutig. Ja, fand ich auch. Ja. Ich hatte so Schiss, als ich ihm das erzählt habe. Wie hat er reagiert darauf? Er wusste erst so gar nicht, was er sagen soll. Also er hatte die Sendung nicht gehört? Nee. Er hatte dich nicht erkannt? Nein. Er wusste gar nicht, was er sagen soll erst. Und ich habe dann einfach zu ihm gesagt, überleg's dir. Mhm. Und melde dich. Mhm. Er hat mich 4 Tage zappeln lassen. Du armes Ding. Ja, ich dachte wirklich, ich höre nichts mehr von ihm. Und er hat mich dann am Donnerstag darauf angerufen und hat gesagt, willst du mich noch sehen? Und ich war natürlich ganz aus dem Häuschen und sagte, na klar. Mhm. 5 Minuten später stand er vor meiner Tür, hieb mir eine rote Rose unter die Nase und sagte, lass uns doch einfach gucken, was passiert. Gut, gut. Wir haben geguckt, was passiert. Ja. Und er hat das Richtigste gemacht, was er nur machen konnte, nachdem wir im Bett waren. Er ist gegangen von selbst. Ah. Ja, und Wie lange hat es denn nach der Rose noch gedauert, bis ihr dann ins Bett gekommen seid? Eine halbe Stunde. Hab ich mir fast gedacht. Und dann ist er von sich aus gegangen. Ja. Ja. Und das war das Richtigste, was er tun konnte. In dem Moment habe ich kapiert, woran es lag. Ja, nämlich? Ich habe mir selber Druck gemacht. Mhm. Ich habe mich selber irgendwie unbewusst so unter Druck gesetzt, dass ich ihm jetzt sagen muss, ich liebe dich. Ja. Und konnte es nicht. Und deswegen wollte ich die irgendwie loshaben. Ja. Und durch das, dass er gegangen ist, hat er den Druck von mir genommen. Und ich meine, jetzt ist ja noch nicht so ganz viel Zeit vergangen, aber ihr seid jetzt in gutem Kontakt miteinander und du hast ein gutes Gefühl zu ihm. Ja, also er bezeichnet mich als seine Lebensabschnittsgefährtin. Schon. Ja, wir sehen uns so alle 2 bis 3 Tage und haben eine wunderschöne Zeit miteinander. Und interessant ist ja auch, wie du ihn bezeichnest. Wenn er dich als Lebensabschnittsgefährtin schon bezeichnet, was sagst du? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Muss man ja auch nicht. Es ist eine gute Zeit im Moment, darauf kommt es doch an. Ja, es ist schon so, ich glaube, ja, wenn ich mit meiner Freundin jetzt so telefoniere oder so, sei ich schon mein Freund. Na toll. Ja. Und unser kleines Gespräch hat dazu beigetragen, dass sich das so in diese Bahn jetzt entwickelt hat. Ja. Das ist ja schön. Wenn du nicht gesagt hättest, triff dich mit ihm, dann hätte ich es nicht getan. Ist es wirklich wahr? Mhm. Toll. Freue ich mich wirklich sehr. Und ich wollte mich eigentlich irrsinnig bei dir bedanken. Also, es freut mich sehr und es ist auch sehr schön, dass du nochmal durchgekommen bist und dass die Rückmeldung hast geben können. Finde ich auch, ja. Also, dann sage ich nur toi 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 für eure Freundschaft, eure Liebe, was immer das sein wird und wie es sich weiterentwickeln wird. Also, ich bin verknallt bis über beide Ohren. Und so soll es auch bleiben und alles Gute. Danke schön. Tschüss, Lilly. Tschüss. Edith, 51 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Edith. Hallo, ich hatte in der vergangenen Woche mal angerufen, als eigentlich das Thema ausgestrahlt werden sollte. So der Tag, an der das Leben total erschütterte oder mein Leben erschütterte. Ja. Und zwar, ja, das ist inzwischen 20 Jahre her, aber es ist immer noch wieder präsent, das Thema. Das war so der Tag, an dem ich feststellte, dass mein Mann meine Tochter missbrauchte. Mhm. Wie hast du das festgestellt?
Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 4 Jahre alt. Mhm. Der Papa ging mit seiner Tochter baden. Mhm. Ich kam zufällig ins Badezimmer. Mhm. Und es sollte gerade passieren. Also er versuchte gerade, seine Tochter auf den Schoß zu ziehen. Er hatte einen irrigierten Penis und ja. Du hast es noch verhindern können? Ich habe es verhindern können, indem ich gerade ins Badezimmer kam. Bist du denn sicher oder weißt du, ob es vorher nicht auch schon geschehen ist? Sicher bin ich mir da nicht. Mhm. Ganz sicher bin ich mir nicht. Nein. Er wollte in dieses kleine Kind eindringen? Ja. Mein Gott, was macht man denn da als Mutter, wenn man dann in das Badezimmer kommt? Der Mann, den man eigentlich liebt, und der Ehemann, macht sowas und du siehst das. Was hast du denn da gesagt und wie hast du da reagiert drauf? Meine Reaktion war, ich war total kopflos und bin weggelaufen. Ich konnte das erst überhaupt nicht begreifen. Du bist weggelaufen? Du hast nicht das Kind da rausgerissen aus der Badewanne? Ich bin erstmal total in Panik weg, raus und war allerdings sehr kurze Zeit später wieder da, habe mein Kind geholt und bin wieder weg. Bin dann also am nächsten Tag mit meiner Tochter erstmal 4 Tage weggefahren. Lass mich noch kurz fragen, wie hat er denn reagiert? In dem Moment oder dann auch Minuten später, als du die Kleine dann geholt hast? Hat er irgendwas gesagt? Gar nicht. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Hat das Mädel geschrien oder? Nein. Auch nicht. Sie war wohl sehr verstört, und aber ansonsten hat sie also auch nicht gesprochen. Dann aus dem Grund bin ich dann weggefahren mit ihr 4 Tage, um erstmal Ruhe reinzubringen. Du hast, bevor du weggefahren bist, gar nicht mit ihm auch geredet? Du hast nicht gesagt, hier, wie kannst Doch, du nur... Abends habe ich mit ihm geredet und er war zwischenzeitlich wohl auch weg. Und da hat er wohl geredet und hatte da wohl einen ziemlich großen Mund und meinte, ich könnte ihm letztendlich nichts beweisen und was ich denn überhaupt wollte. Aber dadurch hat das ja letztendlich zugestanden, ne? Wenn er sagt, du kannst es mir nicht beweisen. Richtig. Er hätte ja auch sagen können, da war doch gar nichts, du täuschst dich oder irgend sowas. Nein. War das das einzige Kind, was ihr hattet? Ja. Wie lange wart ihr verheiratet vorher? Wir waren da zu dem Zeitpunkt 7 Jahre verheiratet. 7 Jahre. War die Ehe gut? Vermeintlich bis dahin ja. Ja. Umso größer ist der Schock dann, stelle ich mir vor. Der war total. Ja, ungeheuerlich. Du bist dann weggefahren ein paar Tage. Wie ging alles dann weiter danach? Ich bin dann zum Anwalt gegangen, habe mit dem Anwalt gesprochen. Mein Anwalt hat mir dann so ein bisschen auf die Finger geklopft und mir eigentlich so den erhobenen Finger gezeigt, ich soll mich ja nicht trauen, eigentlich das öffentlich zu machen. Der wäre wohl nicht so blöd und das würde das vor anderen Leuten zugeben. Ich habe die Scheidung eingereicht. Ich habe mit dem Jugendamt darüber gesprochen. Du hast ihn nicht angezeigt? Damals nicht, nein. Ja. Das Jugendamt hat mir eigentlich auch nicht geglaubt. Und somit kriegte er also alle 14 Tage das Wochenende oder am Sonntag immer seine Tochter. Und du hast wahrscheinlich irre Angst gehabt, wenn die Kleine da war? Zu dem Zeitpunkt nicht, nein. Das war ganz komisch. Der holte sie ab und ging damit zu seinen Eltern. Ach so. Und das war meine Beruhigung, weil ich dachte, so, da kann nichts passieren. Und ich fühlte mich da ganz sicher. Aber dann bin ich also 1,5 Jahre später noch tiefer gefallen, weil dann rauskam, weil er die Besuchssonntage dazu nutzte, um das weiterzumachen. Und zwar im Haus seiner Eltern. Wie hast du das rausbekommen? Da war der Druck von meiner Tochter wohl so groß, dass sie mit ihrem kleinen Neffen das nachvollzogen hat, im Spiel, was sie mit ihrem Papa machen musste. Hast du ihn dann angezeigt? Dann habe ich ihn angezeigt. Was ist aus der Anzeige geworden? Ja, er ist verurteilt worden zu 18 Monaten auf Bewährung. Ja, wie hat er sich vor Gericht zu den Anschuldigungen gestellt? Geleugnet. Er hat es auch geleugnet. Total. Er hat seine Tochter als Lügnerin hingestellt, er hat mich als Lügner hingestellt. Aber danach musste ein Glaubwürdigkeitsgutachten, musste sie sich unterziehen. Und zu dem Zeitpunkt ist dann auch... Wobei die Tochter, wir sagen das nochmal, die Tochter war da 5, ne? Oder 6? Zu dem Zeitpunkt war sie dann inzwischen, also 7.
7 das Scheidungsverfahren abgelaufen war und dann herauskam, was da weiter passierte, war sie 7. Aber nach dieser Verurteilung war ja klar, hoffe ich zumindest, dass sie nicht wieder zu ihm gehen durfte, dass er kein Recht darauf hatte. Gar nicht mehr. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit. Das Ganze ist 20 Jahre ungefähr her, hast du gerade gesagt. Hast du irgendwas von diesem Mann nochmal gehört? Von deinem ehemaligen Mann, dem Vater deines Kindes? Ja, jetzt kürzlich wieder, also über meine Tochter. Hat die Tochter Kontakt mit ihm? Vor ein paar Tagen hatte sie den ersten Kontakt wieder mit ihm. Weiß die, deine Tochter, weiß die, was vorgefallen ist? Ja, mit 7 weiß man das. Ja, sie weiß, zu dem Zeitpunkt ist dann rausgekommen, dass sie Erinnerung an die Geschichte in der Badewanne hatte, als sie 4 war. Auch das. Hast du mit deiner Tochter dann, als sie heranwachsende junge Frau wurde oder Jugendliche, hast du mit ihr darüber gesprochen, was da passiert ist? Ja, wir haben darüber gesprochen. Wir haben darüber auch viel gesprochen. Es hat ganz, ganz, ganz viel Schwierigkeiten gegeben, weil sie ihren Papa auch liebte. Und was sich dann umkehrte, wo sie mir die Schuld daran gab, dass es passiert ist. Überhaupt. Das heißt, euer Verhältnis war dann auch sehr gespannt über Jahre. In ihrer Pubertätsphase, ja. Aber heute glaubt sie dir? Ja. Weil sie sich selbst eben auch erinnert, wie du gerade gesagt hast. Ja. Die zweite Missbrauchsphase, sage ich jetzt mal, das zweite Mal, als es dann im Haus der Schwiegereltern passierte, war das wirklich eine Phase? Ist das da öfters passiert? Eigentlich regelmäßig. Wie oft, weißt du das? Kannst du es ungefähr einschätzen? Eigentlich immer an den Besuchssonntagen. Und er nutzte also zu dem Zeitpunkt quasi noch sehr klein und scheinbar er ging mit ihr zur Toilette und half ihr ganz einfach. Und wie oft war sie da zu Besuch? War dieser Ort. Ja. Wie oft war sie da zu Besuch? Um sich alle 14 Tage. Wie viele Jahre? Anderthalb Jahre. Bis dass es dann rauskam. Ist denn das Mädel dann später auch mal psychologisch betreut worden? Behandelt worden? Ja. Das auch. Ja. Jetzt hat deine Tochter, sagst du gerade, neulich, jetzt kürzlich den ersten Schritt unternommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Richtig. Warum hat sie das getan? Das hat sie immer sehr beschäftigt, über Jahre hinaus. Wir haben, als sie dann erwachsen war, war das auch immer mal wieder Thema. So, als sie sich verlobt hat, als sie geheiratet hat. Sie hat also auch ein Kind bekommen. So die Frage, möchte sie ihren Vater zu diesen Festlichkeiten einladen? Ja. Hast du Angst, dass jetzt durch diesen Kontakt zu dem Vater euer Verhältnis vielleicht belastet wird oder erneut belastet wird, wenn er ihr irgendwelche Geschichten erzählt und das abstreitet oder irgendwie schönredet oder weiß ich was? Nein, jetzt eigentlich nicht mehr. Also das findest du es nachvollziehbar, dass sie das möchte, mit ihrem Vater Kontakt haben? Sie hat viele Fragen und sie möchte eigentlich auch noch sehr viel wissen. Und irgendwo ist das also im Hinterkopf, es ist immer noch ihr Vater, obwohl sie ihn jetzt auch sehr, sehr lange nicht gesehen hat. Ja. Aber sie möchte einfach wissen jetzt, was ist heute mit ihm? Warum hat er das alles getan? Und wie kann es überhaupt ein Verhältnis geben, auf irgendeiner Ebene wieder? Sie ist jetzt auch Mutter und mein Enkelkind ist inzwischen 4 Jahre alt. So. Und dann kommen natürlich die ganzen Parallelen, die Erinnerungen hoch und so weiter. Ja, sie möchte auch wieder ein Kind haben, aber sie möchte kein Mädchen haben. Das ist also zum Beispiel auch so ein Thema. Weil sie Angst hat, dass mit einem Mädchen sowas eher passieren kann. Ja, dass ihrem Mädchen das auch passieren kann. Also das war damals geplant, unsere Sendung zu dem Thema, dieser Tag hat mein Leben erschüttert. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, dieser Tag, als ich den Kerl da in der Badewanne mit meinem Kind gesehen habe, dass das wahrscheinlich der schlimmste Tag in deinem Leben bisher war. Ne? Richtig. Ja. Der hat im Grunde genommen eigentlich auch mein ganzes Leben kaputt gemacht. Wie lebst du heute, Edith? Ich lebe alleine. Du lebst alleine. War noch mal eine Partnerschaft noch mal ein Thema für dich? Ja, ich habe eine Partnerschaft noch mal versucht, aber es geht nicht. Es funktioniert nicht. Das ist eine Nachwirkung noch aus dieser Zeit oder aus dem, was du da mitgemacht hast? Ja, ich habe jegliches Vertrauen verloren. Ich habe jeglichen Glauben verloren. Und ich bin im Grunde genommen eigentlich in so ein tiefes Loch gefallen. Ich bin danach suchtkrank geworden, im Grunde genommen eigentlich jetzt körperlich krank. Ich bin im Grunde genommen ja eigentlich ein Frack. Ich bin Rentner. Liebe Edith,
schlimmer Vorfall und sehr schlimme Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute von ganzem Herzen und auch deiner Tochter. Und ich kann das auch verstehen, dass sie vielleicht ihren Wurzeln nachgehen will und sich zumindest mit ihm konfrontieren will. Das kann ich verstehen. Ich wünsche euch alles. Ich kann das auch verstehen und wir können auch darüber reden. Ja. Und das ist eigentlich so das Gute an der Sache jetzt. Ne? Alles Gute von Herzen. Danke dir. Auf Wiederhören, Edith. Jo, tschüss. Dank. Oliver, 28 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Oliver, dein Thema. Ich wollte darüber sprechen mit dir, dass es auch für Probleme, aus denen es scheinbar keinen Ausweg gibt, doch eine Lösung geben kann. Mhm. Erzähl, um welches Problem geht's? Ja, ich hatte ein Problem bis Sommer diesen Jahres. Mhm. Es ging vor 13, 14 Jahren, ging das los. Ich hatte extreme Schamgefühle, ich konnte mich vor anderen Leuten nicht ausziehen. Es wurde sehr, sehr schlimm und war für mich echt eine Qual. Also ich habe echt immer Panik gekriegt. Also einfach die Scham vor der Nacktheit? Ja, genau. Also das war generell vor der gesamten Nacktheit oder konntest du dich auch nicht in der Badehose irgendwo zeigen? Badehose war vielleicht ab und zu unangenehm in der Badeanstalt, so beim Reingehen, wenn man sie dann da stand, aber dann habe ich mich dran gewöhnt halt nach einiger Zeit, aber so ganz nackt war in keiner Situation, nicht ganz in keiner Situation, in allermeisten Situationen unmöglich. Vor was hast du dich geschämt? Weiß ich nicht, einfach vor der Nacktheit selber irgendwie. Ich habe da also du hast nicht Panik gehabt. Irgendwelche Dinge an dir, die jetzt besonders hässlich, als hässlich angesehen werden oder so. Daran lag es nicht. Du bist ein normal aussehender junger Mann. Ja, genau. Also da gab es eigentlich nichts. Also ich habe einfach nur immer mega Panik davor gehabt. Immer schon als Kind auch? Es fing vor, weiß ich nicht, 14 Jahren ungefähr fing das wohl an. Also in der Pubertät? Pubertät ungefähr, ja. Mhm. Aber es gibt doch immer wieder Situationen, wenn man mit Jungs irgendwie Sport treibt, ja, ja, wenn man dann duschen geht hinterher und so. Hast du dich dem immer entzogen? Genau, das habe ich nie gemacht. Also wir hatten auch schon mal Schwimmunterricht dann, ne? Und das war immer die Hölle. Da kommt man nicht drum rum und immer die Badehose vorher anziehen. Okay, das geht vielleicht noch, aber man muss ja hinterher ausziehen. Und da habe ich mal gewartet, bis ich der Letzte war in dieser Sammelumkleidekabine. Ja. Und sonst habe ich versucht, immer mich um solche Situationen herumzudrücken. Und zu Hause vor den Eltern, hast du dich auch geschämt? Ja, das war auch immer, das ging auch nicht. Also du hast immer abgeschlossen in der Dusche, wenn du gebadet hast? Ja, ja, da durfte keiner dich sehen? Und, genau. Also wir hatten auch ein Bad, da konnte man nicht abschließen. Da habe ich dann so einen Baumstamm aus unserem Garten, das hatten wir so einen Baum weggesägt, so ein dünner Ast war das. Da ich, unter die Türklinke. Gehalten, genau, hier unter die Türklinke gestellt. Also es war schon schlimm. Also es ging so weit, dass ich, als der Musterungsbescheid kam nach der Schule, also da habe ich so eine Panik gehabt. Ich habe gedacht, ich bringe mich um, ich pack das nicht. Die Situation war so schlimm. Zum Bund zu gehen oder zur Musterung überhaupt zu gehen? Musterung alleine schon, ja, weil habe ich immer gehört, da muss man die Hose runterlassen. Ne? Und, ja. Und bist du zur Musterung gegangen? Ich habe einen Antrag gestellt, dass die das zurückstellen, diesen Termin. Und weil ich noch eine weitergehende Schule besucht habe und da haben die entsprochen, diesen Termin. Und warst du nie bei der Bundeswehr? Doch, ich war dann später bei der Musterung. Mhm. Die habe ich sogar überlebt, zu meinem Erstaunen. Aber nicht beim Bund hinterher? Nee, ich habe da Zivildienst gemacht. Das nicht. Also, zwanghaft, schamhaft, kann man sagen, ne? Ja. Pubertät. Dann kommen 15, 16, 17, 18, 19, das Alter. Mädchen. Hast du dich für Mädchen auch geschämt? Ich hatte nie was mit Mädchen. Ich bin schwul. Und also vor Jungs geschämt? Bei Sex war das okay. Mhm. Also da ging es dann irgendwie. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass man glaubt, Situationen unter Kontrolle zu haben. Und Sex war halt was, das habe ich initiiert und da bin ich halt reingegangen. Das alles andere, ja, na, das ist halt, kann man nicht kontrollieren irgendwie. So, jetzt bist du 28 Jahre alt. Wie lange hat dich dieser Zwang geplagt, dieser schamhafte Zwang? Ja, ich habe Ende letzten Jahres mit einem guten Freund die dritte Therapie gemacht in die Richtung, dass ich das endlich in den Griff kriege. Und der hat mir so weit geholfen, mich so weit gestärkt, dass ich im Sommer eine Radtour mit Freunden gemacht habe. Mhm. Und da sind wir irgendwann auch in einer Jugendherberge gelandet. Mhm. Und ich habe das bewusst auf mich zukommen lassen und gesagt, das mache ich jetzt einfach. Ich ziehe es einfach durch, Augen zu und durch. Und du ahntest schon Massenduschen und sowas, ne? Ja, das habe ich einkalkuliert. Mhm. Das war so. Eine Jugendherberge ist klar, da gibt's sowas nicht. Ne? Mhm. Und das war dann halt auch so. Und es war, ja, war völlig okay. Und ich bin nicht gestorben. Und also war das ein Resultat aus dieser Therapie, die du gemacht hast? Ja, ja. Also und dann auch wiederum deines Mutes, dass du dich dem ausgesetzt hast, ne? Ja, ja. War das denn eine Therapie, die du gezielt deswegen gemacht hast? Oder war das eine...
Ja, das war gezielt. Also, da muss es schon sehr schlimm sein, wenn du eigene Initiativ sagst, ich schäme mich so sehr, so zwanghaft, dass ich da deswegen in eine Psychotherapie gehe. Ja, das war die dritte, der dritte Anlauf. Dritter Anlauf. Was ist denn die Ursache nur gewesen? Hat man das rausbekommen in der Therapie? Nee, nicht wirklich. Also ich hatte Hypnosesitzungen zum Teil auch und solche Situationen versucht, Lockerungssachen und Selbstbewusstsein stärken und so. Hat das irgendwas zu tun vielleicht auch mit deiner sexuellen Identitätsfindung, dass du nun dann schwul geworden bist oder schwul warst schon als ganz junger Jugendlicher, dass du damit irgendwie nicht zurande kamst und deshalb, ich frage nur, ich weiß es nicht. Könnte sein, ja. Das ist auch eine Vermutung, die ich auch haben könnte. Mhm. Das Schlimme ist, das darf man nicht, das muss mal versteckt sein, ne? Vielleicht, ja. Mhm. Und an sich rumspielen, also das ist ja auch was, da lächelt man drüber oder so. Und mein Bruder hat das Problem auch gehabt früher, das ist nur immer irgendwo ganz schnell vorbeigegangen. Aber dann ist diese ganze Jugendzeit ja wirklich in übler Erinnerung wahrscheinlich für dich, ne? Weil das immer unter diesem Schatten stand. Ja, alles. Ich habe mich immer um alle Situationen, die potenziell so eine um alles gedrückt, was potenziell so eine Situation bergen könnte. Mhm. Also ein Freund hat mich mal gefragt, willst du mit mir in den Schwimmverein gehen? Und ich mag nicht, ne? Mhm. Ja, das war immer. Aber mich wundert trotzdem dann, dass du sagst, beim Sex oder bei den ersten sexuellen Kontakten, die du hattest, hattest du die ersten sexuellen Kontakte auch gleich mit Jungs oder? Ja. Dass es dann trotzdem nicht so schlimm war oder gar nicht so war. Ja, aussehen, also das ging dann, das war vielleicht ganz kurz so komisch und dann war es aber okay, weil dann war man abgelenkt, ne? War ich abgelenkt. Ja, ja, ist klar. Also, das sagt uns jetzt, selbst wenn man in solchen extremen Sachen drin hängt, dass man das verändern kann. Genau. Ne? Wenn man will, man muss es wollen. Richtig. Man muss es wirklich wollen. Ich bin da ein bisschen. Und man muss dann irgendwann auch in die Jugendherberge gehen, wenn man auch Angst hat. Ne? Konfrontationstherapie, ja. Kann man das nennen auch. Habe ich mich lange vorgedrückt, weil ich auch so ein bisschen trantütig bin in der Beziehung. Ja. Aber letzten Endes das dritte Mal jetzt mit einem guten Freund hat mich so weit gestärkt, dass ich gesagt habe, ich zieh's jetzt durch. Jetzt übertreib es nicht. Nicht, dass wir dich demnächst immer nackt durch die Städte laufen sehen, ne? Ich glaube, so weit wird's nicht kommen. Oliver, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Bis dann, tschüss. Susanne, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Wie alt ist denn Susanne? 32. 32. Mhm. Ja, über was reden wir, Susanne? Was ist dein Thema? Ja, ich wollte gestern nochmal so einen kleinen Beitrag dazu leisten mit dem Thema Brand und Feuer. Ja. Und ich arbeite auf Intensivstation für Schwerstbrandverletzte und Was arbeitest du? Wo arbeitest du? Auf einer Intensivstation. Intensivstation. Also bist du Krankenschwester? Ja, genau. Mhm. Für Brandverletzte. Mhm. Und ich fand die Beiträge gestern sehr interessant. Zumal dieser eine junge Mann angerufen hat mit dem 10-Liter-Eimer Benzin, der da so verbrannt war und so seine Sicht auch schilderte und dass mich das sehr angesprochen hat. Also überhaupt alle Also Themen Intensivstation, auf der Intensivstation arbeiten, hast du deinen Fernseher oder das Radio laut? Nee, ich bin in dem Raum nebenan. Achso, ich habe irgendwie so einen Hall auf dem Kopfhörer, egal. Mhm. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Wenn du bist ja nur mit schwerstverletzten Menschen zusammen und konfrontiert. Ja. Wie hält man das aus, wenn man das immer macht oder längere Zeit macht? Also ich halte das eigentlich ganz gut. Also da gibt es für mich nichts auszuhalten, weil für mich die Patienten, ich habe zu denen in dem Sinne keine persönlichen Beziehungen. Mhm. Die sind nicht meine Angehörigen, wo jetzt so mein Herz dran hängt. Mhm. Das ist eigentlich, das ist mein Job oder meine Arbeit und die verlangt mein Wissen und mein Können von mir ab und meine Professionalität eben halt. Ne? Wie lange machst du das schon? Das mache ich jetzt circa anderthalb Jahre. Was war der schwierigste und schlimmste Fall, den du bisher erlebt hast? Ja, die sind eigentlich alle schlimm. Also das eine, wo ich jetzt mal so körperlich reagiert habe, war, als wir so einen Teenie bekommen haben, das war ein Grillunfall und der hatte so die ganzen Beine ganz drittgradig verbrannt. Was war das, Ein Teen. Ein 15-jähriger Junge. Ach so. Ein Teenie. Und und da habe ich so körperlich reagiert, dass ich so einen ganz schlimmen Herpes bekommen habe. Und weil das so Stress für mich war. Mhm. Und seitdem ist das auch nicht mehr aufgetreten, weil dann, das war so meine erste Konfrontation mit einem Brandverletzten. Mhm. Wie versorgt man einen Menschen, dessen Haut vielleicht zu 60-70% verbrannt ist? Ich habe das im Fernsehen mal gesehen oder in der Zeitung gelesen, dass die auf so Spezialbetten liegen, auf so Luftkissenbetten. Mhm. Erklär mal, wie man das macht. Also
tatsächlich so, wenn die zu uns kommen, dann wenn die dann bei uns, wir haben einen Aufnahmeraum, dann werden die in eine Wanne, so heißt es bei uns, gelegt und dann werden die dort gewaschen und die kommen dann, wenn die jetzt so schwer verbrannt sind, damit 50-60%, dann sind die auch intubiert, das heißt, die werden beatmet, die Patienten. Lass mich gleich zwischenfragen, kann man so schwer verbrannte Menschen baden? Ja. Im warmen Wasser? Ja. Aha. Aber das Wasser darf doch nicht sehr warm dann sein, ne? Nee, das ist ja auch so, wenn die Patienten beatmet sind, dann sind die auch, dann schlafen die auch schon. Also die sind schon im künstlichen Koma. Deshalb würden die das gar nicht aushalten. Ja, das wäre einfach zu schwer. Was für einen Sinn hat dieses Baden? Ist das ein Desinfektionsbad? Das ist die Wundreinigung. Zu gucken, dass die Hautfetzen, das sind ja manchmal große Blasen, dass das alles abgetragen wird. Mhm. Ne? Haare werden rasiert, weil das auch Keimträger sind. Das heißt, die Patienten sind infektionsgefährdet. Ja. Dass wir schon diese Maßnahmen im Vornherein schon treffen. Ja. Ja, und wenn dann diese erste, dann... Dann ist der Patient also gebadet und ich sage es mal so desinfiziert, mehr oder weniger. Was passiert dann mit diesem Körper? Das ist so, dann machen wir den ersten Verbandswechsel. Mhm. Das heißt, dann der Patient hat ja noch keinen Verband, dann legen wir Flamazine an. Was ist das? Das ist eine spezielle desinfizierende Salbe und eine kühlende Salbe. Mhm. Und dann werden die damit dann verbunden. Das ist eine Salbe, dann werden sie dann diese ganzen... Also alle verbrannten Stellen werden damit verbunden. Eingerieben, genau, und dann wird ein Verband angelegt. Wie geht das denn, wenn jetzt jemand beispielsweise auch auf dem Rücken verbrannt ist? Auf dem Rücken verbrannt ist und eben auch auf der Brust- und Bauchbereich. Ja. Das heißt, er kann nicht auf der Brust liegen, auch nicht auf dem Rücken. Wie legt man so einen Patienten? Die liegen auf dem Rücken. Dann, die liegen dann da drauf. Ja, dann gibt es ein spezielles Bett, bekommen sie dann. Das ist dann ein... ich will jetzt keine Werbung machen, das ist ein Luftkissenbett ungefähr und da liegen die dann da drin, also dass die Auflagefläche sich dann nicht mehr so so deutlich bemerkbar macht, als wenn man im normalen Bett liegt. Wie oft müssen diese Patienten dann angehoben werden oder umgedreht werden vielleicht? Wenn die in diesem speziellen Bett liegen, dann werden wir die so alle 2 bis 3 Stunden lagern. Und dann auch einmal pro Schicht, also alle 8 Stunden, je nachdem, wie durchgenässt dann der Verband ist oder die Wäsche, dann wird das dann einmal oder zweimal gewechselt. Das ist nach Bedarf. Also 1-2 Mal am Tag wird das gewechselt dann alles? Die Wäsche wird öfter gewechselt. Also die wird dann mindestens 3-mal am Tag gewechselt. Und so ein Verbandswechsel wird dann einmal am Tag gemacht. Wie sieht denn diese Haut, ich stelle mir das auch sehr, sehr schlimm vor, diese verbrannte Haut, dann immer wieder zu sehen. Wie sieht das aus, wenn diese Haut beispielsweise eine Woche behandelt ist? Wenn die so zweitgradig sind, haben die Belege durch diese Salbe. Und das ist ja so, dass dann auch dass dann Operationen auch stattfinden, in denen dann auch, wenn das drittgradig ist, diese Haut abgetragen wird oder aber gekratzt wird. Also dass das dann so ein wieder sauberer Wundgrund besteht, dass das dann wieder blutet und dann dadurch die Wundheilung damit auch gefördert wird. Also es ist eine sehr, sehr aufwendige Pflegearbeit, ja. Ne? Ja. Wie viele Leute sind da mit einem so einem Patienten beschäftigt den ganzen Tag? Wie viele Pflegepersonen? Das ist dann quasi hier auf der Intensiv 1:1. 1:1. Die Menschen liegen im künstlichen Koma, weil sie das nicht aushalten würden sonst. Ja. Werden wahrscheinlich künstlich ernährt. Ja. Haben einen Katheter. Wie lange kann man das sagen? Wird das künstliche Koma gehalten? Das kommt wahrscheinlich auf den Grad der Verletzung an. Ja, einmal das. Also das kann jetzt, also ab dem Tag bis zum halben Jahr kann das schon dauern oder bis 3-4 Monate ungefähr, je nachdem, ob der Patient wie alt er ist, was er für Grunderkrankungen noch mitbringt. Das ist ganz unterschiedlich und wie die Wundheilung vonstatten geht, ne? Ob das Transplantat angegangen ist oder... Ne? Kann man eigentlich Haut mittlerweile auch außerhalb, also im Reagenzglas züchten und diese Haut dann hinterher übertragen auf den Patienten? Ja, das wird auch gemacht, aber das ist eher so in seltenen Fällen, wenn es wirklich wenn ganz viel verbrannt ist und der Patient jetzt keine Möglichkeit hat, wo dann Haut transplantiert werden kann, dann wird dann eine Probe entnommen und die wird dann gezüchtet. Das ist dann wie so eine Eihaut, so ein Ei, da ist so eine Haut drüber. Ja. Und das ist dann, die ist sehr, sehr empfindlich. Und das, bleibt diese Haut dann auch ganz empfindlich? Nee, und die wächst dann auch, also die dauert dann eine Zeit und dann wächst die auch ran. Ja. Wie groß sind die Chancen, bei welchem Verbrennungsgrad sind die Chancen doch noch sehr groß, dass man hinterher wieder fast normal leben kann? Optisch wird man es immer sehen wahrscheinlich, dass man verbrannt war. Ja, wenn das so 2A-Verbrennungen sind, also mit Blasenbildung, also wo das so ganz glänzend ist, das heilt dann ohne Narben ab. Also über einen längeren Zeitraum. Und wenn das so transplantiert wird, dann sieht man das immer.
so. Und dann, wenn diese Wundheilung abgeschlossen ist, dann tragen die Patienten nachher auch Kompressionsstrümpfe oder Anzüge, um, damit diese, das sind ja alles Narben, die schießen dann so über, also die haben dann, die wachsen unglaublich hoch, ne? Also über dem Hautniveau, was wir normalerweise haben. Ja. Und durch diese Kompression, durch diesen stetigen Druck, wird dann versucht, das unten zu halten. Und das dauert so bis zu ein, zwei Jahre. Also diese Menschen, die einen solchen Unfall erlitten haben, haben wirklich ganz, ganz, ganz lange, wenn nicht ihr Leben lang, mit den Folgen dieser Verbrennung zu kämpfen. Ja. Wie ist das für dich? Auch das stelle ich mir sehr schwierig vor. Du kriegst ja auch die Kontakte mit den Angehörigen mit. Ja. Wenn ein Angehöriger kommt und man sieht seinen vielleicht liebsten Menschen so da liegen, da seid ihr als Pflegepersonal ja auch mit involviert. Wie verhältst du dich da? Da ist es manchmal sehr schwierig, ne, weil da fühlt man auch viel mehr, weil jemand, der im künstlichen Koma liegt, ne, der rührt sich ja nicht. Noch kann er sich mitteilen, noch äußern, noch Bedürfnisse. Und so mit den Angehörigen, also da spielt sich schon viel mehr ab, ne, weil die sind dann auch mit traumatisiert, ne, weil das ist ja der Liebste oder die Liebste oder das Kind oder was eben halt jetzt dieses Trauma erlitten hat. Und da, doch, das rührt auch schon. Gibt es Fälle, wo ihr einen Patienten, der schwerst verbrannt ist, vielleicht über Monate versucht habt zu heilen oder ihm zu helfen, und es dann doch nicht funktioniert und er dann stirbt, auch nach langer Zeit der Behandlung? Oder entscheidet sich das relativ schnell am Anfang? Einmal das, aber das ist dann oft so, dass die Patienten dann auch schon älter sind, dass sie dann schon, oder auch, dass sie inhaliert haben, also den Rauch inhaliert haben, dass dann durch diese Hitze die Lunge auch geschädigt worden ist und dass es dann natürlich schwierig wird, dass sie dann ältere Patienten sind, dass sie dann, dass sie das einfach auch nicht schaffen, weil sie einfach dann auch oftmals schon Begleiterkrankungen haben. Aber es kann passieren, dass jemand 5-6 Monate im künstlichen Koma liegt und dann auch dann trotzdem stirbt, trotz der Behandlung. Ja, aber dann nicht mehr an der Verbrennung an sich. Also, ja. Hast du durch diese Konfrontation mit den Folgen von Feuer ein anderes Verhältnis zu Feuer bekommen oder Angst vor heißen Dingen und vor Feuer? Ja, schon. Das schon? Ja, also auch schon, dass ich vorsichtiger bin, was Hitze angeht, weil es ist ja nicht nur mit Feuer, weil man kann alles, was heiß ist, kann man... Ja, essen. Fett und Wasser, weiß ich. Und das ist aber alles, was dann zu dieser Verbrennung führt, das nennt sich auch diese Verbrennungskrankheit. Das muss nicht nur durch Feuer entstehen. Genau, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man da Pflegepersonal ist, dass einem das schon mal durch den Kopf geht, oh Gott, hoffentlich muss ich nicht mal auch hier liegen und muss das mitmachen. Ja, das, da reden wir auch schon mal drüber. Morgens, glaube ich. Liebe Susanne, das war interessant, was du erzählt hast. Mhm. Wir wollen alle hoffen, dass wir dich beruflich nie kennenlernen. Ja. aber Respekt und Hut ab vor dem, was du machst und was ihr da leistet. Das ist ja schon eine ganz tolle Sache, was also, ihr und die Ärzte da leisten. Ja, für mich war auch nochmal so ein Anschluss, warum ich mich gemeldet habe, war einfach auch, dass viele auch nicht wissen, dass es diese Zentren gibt und was eigentlich diese Arbeit auch bedeutet. Aber du bist, diese Arbeit als Arbeit befriedigt dich schon, ne? Ja. So habe ich es verstanden. Und du möchtest das auch noch länger machen. Ja. Weil ich, also mich fühlt das sehr aus, weil das ist nicht so ein Alltagstrott. Ja. So, es ist immer wieder etwas Neues, immer wieder. Auch sicher ein ganz tolles Erfolgserlebnis, wenn es den Patienten dann, die vielleicht ganz schwer gelitten haben, wenn es denen dann so peu à peu besser geht. Ne? Ja. Also es ist auch, ja, von Anfang des Traumas bis zum Abschluss dieser Wundheilung auch zu merken, ne, dass sie auch dann reden und die sagen auch oft, ne, dass sie auch dankbar sind, das dass sie auch weiterleben dürfen, trotz mit diesen Verletzungen und was dieser junge Mann, ich weiß nicht, ob das Sven hieß oder so, dass er noch sagte, dass es andere Werte gibt. Ja, dass absolut. Dass wirklich diese Haut wirklich nur was Äußeres, also nur in Anführungsstriche. Toller Job. Ich danke dir für den Anruf und wünsche alles Gute. Und grüße die Kollegen herzlich von mir. Ja, das mache ich. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Jetzt habe ich eine Anruferin, zumindest den Namen hatte ich vor ein paar Tagen schon mal hier. Zoe. Ist das so? Hallo? Ja, Zoe. Aber wir haben noch nicht miteinander geredet. Nee, niemals. Nee. Ja, der Name ist mir jetzt irgendwie in Erinnerung geblieben, weil ich vorgestern auch eine junge Dame hatte, die so heißt. Das wusste ich nicht. Zoe, ne, sagt man. Zoe, genau. Zoe, jemand schreibt es Zoe. Also C-O-E-Y. Ach so, hier steht es, Z-O-E steht hier.
Naja, also egal. Das ist ja egal. Um was geht's denn? Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Naja, also ich hatte vor fast 24 Stunden, also ein bisschen länger als 24 Stunden, Sex mit zwei Männern. Und ich glaube, oho. Ja, ich glaube, das war irgendwie so mein bestes Erlebnis irgendwie meines bisherigen Lebens. Und ich glaube, das kann auch nie wieder getoppt werden. Du bist ja ganz beflügelt im Moment. Ja, im Moment schon. Vor 24 Stunden Sex mit zwei Männern. Genau. Mit zwei fremden Männern? Nee, nicht. Also der eine war mir nicht so fremd, den kenne ich schon seit 5 Jahren. Ja. Und der andere war wohl ein sehr guter Kumpel von ihm. Ja, aber du bist nicht mit dem einen, den du länger kennst, liiert. Das ist nur einfach ein Bekannter von dir, ein guter Freund. Nee, es war zwar schon immer eine Spannung da, aber es kam nie dazu, weil ich halt eben aus einer 7-jährigen Beziehung komme. Und ich meine, ich bin zuerst 22 und das war halt, seit ich 15 bin und da kannte ich halt nichts anderes. Und wie hat sich das denn jetzt ergeben? Ich meine, so einfach entwickelt sich ja ein Dreier auch nicht. Wer hat denn da gesagt, komm, jetzt machen wir's? Oder hat es sich wirklich irgendwie einfach so ergeben? Nee, also sie hatten einen Porno dabei. So. Ja, man könnte meinen, das ist eine sehr, sehr gute Masche gewesen. Wie dabei? Wo wart ihr denn? In welcher Wohnung? Bei mir. Also ich bin frisch umgezogen und so kam das. Und wir hatten uns davor woanders getroffen. Und wer hatte den Porno dabei? Du oder die Jungs? Die Jungs. Hatten die das vorher sich so überlegt, meinst du? Nein, eigentlich nicht. Also sie hatten den vorher schon. Wir wollten den gemeinsam zurückbringen und uns einen anderen Film ausleihen. Also keinen Porno, sondern ganz normalen. Ach so. Dann hatten wir aber die Schließzeiten der Videothek verpasst und so haben sie mitgenommen und irgendwie, wir hatten was geraucht gehabt. Ah, enthemmend. Enthemmend, genau. Und dann haben sie den halt eingelegt und dann kam halt irgendwann auch so eine Szene mit zwei Männern und einer Frau. Ja. Und da fragte mich halt eben, also der sehr gute Freund von mir, ob ich es mir nicht auch vorstellen könnte. Also meine Antwort war sofort, du spinnst. Ja. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und dann irgendwann hat sich dann, also man konnte diese Spannung in diesem Raum wirklich riechen und wirklich spüren. Also es war wirklich, also unglaublich. Und dann fing er eben an, mich zu küssen. Und ich habe dann einfach machen lassen. Und der andere? Der saß uns gegenüber und schaute zu. Ah, wie lange schaute er zu? Gut 15 Minuten. Doch, so lange? Ja. Aber da wart ihr schon nackt, ihr beiden? Nein. Eben noch nicht. Nur geküsst und dann fragte eben er mich, ob ich was dagegen hätte, wenn der andere eben mitmacht. Ja. Ich habe nichts gesagt, was dann bei dem anderen eben als Einladung ankam. Klar, grünes Licht, hätte ich auch so verstanden. Allerdings, und so kam das dann. Dann hast du angefangen, zwei Männer zu küssen. Naja, immer abwängig. Nein, ja, sicher, klar. Also es hat wirklich sämtliche Vorstellungskräfte bei mir gesprengt, weil ich halt einfach solche Szenen auch bloß aus Pornos kenne. Aber es war definitiv ganz anders. Jetzt würden wir natürlich gerne die Details wissen, was mit euch sexuell abgegangen ist. Können wir natürlich nicht alles hier erzählen. Ich muss es jetzt mal ein bisschen vorsichtig fragen. Gleichzeitig mit beiden Männern? Nein, also was ich auf gar keinen Fall gewollt hätte, wäre eben diese klassische Szene irgendwie... Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken, was du jetzt gerade sagen willst. Weiß ich nicht, hinten und vorne. Ja! Es war eher soft. Und es war, also mein Hauptaugenmerk war einfach auf den, den ich länger kenne, gerichtet. Mhm. Und es war, also ich war, was eben das Schöne war, ist, ich konnte völlig passiv sein. Mhm. Also ich konnte. Du hast dich verwöhnen lassen. Ja, genau. Hast du einen Orgasmus gehabt? Mehrere. Es ging 6 Stunden lang. Wow. Es waren ja eben zwei, da geht es ja. Wenn der eine nicht mehr kann, dann kann der andere. Aber die beiden haben einzeln, haben die schon mit dir geschlafen. Was haben die gemacht? Einzeln haben die schon richtigen Geschlechtsverkehr mit dir gehabt. Ja, das war nicht nur so die Petting-Nummer. Nee. Also es war schon beiderseitig, also alle drei Geschlechtsverkehr. Sechs Stunden, also halt immer wieder mit Pausen zwischendrin, wieder was rauchen. Aber es ging schon wirklich eine Zeit und danach, ich war wirklich kaputt, ich konnte noch nicht mehr aufstehen. Und das war wirklich sehr heftig und ich bin auch heute wirklich den ganzen Tag nicht ans Telefon, weil ich einfach jetzt auch so das erstmal vermeiden wollte. Ich habe meine einzige Angst ist, dass jetzt eben, wenn da jetzt wieder sich das Ganze abregt, dass der Kontakt dann eben mit dem anderen, den ich länger kenne, eben abbricht, weil ich weiß ja nicht, wie die drauf sind. Vor allen Dingen, ich fühle mich auch etwas, ich fühle mich ein wenig schlampig, also wenn ich so sage. Ach was, wenn es euch allen dreien Spaß gemacht hat, ist das nicht schlampig. Und ich finde, der Kontakt sollte auch nicht kaputt sein, da muss man halt offen drüber reden und dann ist es auch wieder gut. Entweder macht ihr es nochmal, wenn ihr Spaß dran habt, oder es war eine einmalige, tolle Sache. Und man geht dann wieder zum Alltag über, wie es vorher war. Also ich könnte es mir schon noch mal vorstellen, aber ich habe halt Angst, dass da schon Suchtfaktor entstehen könnte. Ach, genieß es mal, würde ich sagen, wenn es so toll war. Liebe Zoe,
Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Danke dir, und das war eine schöne Wochenendgeschichte für uns alle. Okay. Wir zehren jetzt in der Fantasie davon. Tschüss. Ich wünsche dir was. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Dank an meine Mitarbeiter, an Wolfram Spielkowski, Thomas Reinke, Jan Hölz, Gudrun Hausen, Michael Schilzenmeier, Pamela Koppei, Heinrich Stanzig, Dirk Winhüsen und Anna Hüsch-Kraus. Unsere Themen nächste Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ich werde gehasst, und das Thema von Donnerstag auf Freitag heißt Vor dieser Entscheidung habe ich Angst. Nachzulesen unter www.domian.de die Themen. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Montag sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live und wieder Fernsehen. Ciao.